Bye. Uh -huh. Herzlich willkommen auf meinem Videokanal der Hierophant Weisheiten für die neue Zeit. Ich würde gerne mit euch heute den Roderich-Bericht besprechen. Ein sehr interessantes altes Manuskript, das viele sehr interessante Überlegungen für uns enthält und äh, das uns viele gute Anregungen für die heutige Zeit gibt. Doch bevor ich das tun möchte, möchte ich noch einmal ein paar Überlegungen vorausschicken. Eigentlich ist der Videokanal der Hierophant Weisheiten für die neue Zeit dazu gedacht, dass wir angesichts des Zeitenwandels, in dem wir leben, wieder darüber nachdenken wie wir uns der Lebensweise unserer Ahnen, dem Göttlichen in uns und dem Göttlichen, aus dem wir entspringen, wieder nähern können. Wir wurden jetzt über 300 Jahre von dunklen Kräften getäuscht, irregeführt, irregeleitet, betrogen. gedrängt, manipuliert, erpresst, gezwungen, in eine Richtung zu gehen, die uns wegführt von all dem, was wir eigentlich sind und woher wir kommen. Unsere Lebensweise wurde verdorben, unsere Denkweise wurde verdorben und beschmutzt, unsere Handlungsweise wurde verdorben. Vieles von dem, was wir heute tun, entehrt uns eigentlich als Menschen. Es hat nichts damit zu tun, was unsere Ahnen früher getan haben und wie unsere Ahnen früher gelebt haben. Und ähm, ja, deshalb würde ich mit diesem Kanal gerne Hilfestellung geben, dass wir wieder zurückfinden zu dem, woher wir kommen und zu der Lebensweise unserer Ahnen dass wir in Ehre und Respekt das ähm, wertschätzen, was uns unsere Ahnen vorgelebt haben und dass wir auch versuchen, mit der göttlichen Quelle in Harmonie zu sein. Und wenn uns das gelingt, dann können wir uns gewissermaßen entkoppeln von all dem, was hier um uns herum geschieht. Und deswegen freue ich mich darauf mit euch gemeinsam viele interessante religiöse, spirituelle oder auch geschichtliche Texte zu betrachten und darüber nachzusinnen, inwiefern sie für uns heute nützlich sind und was wir tun können, um sie in unser Leben zu integrieren, um das, was wir daraus lernen können, anzuwenden. Wobei wir natürlich immer eine gewisse notwendige Distanz auch zu diesen Texten bewahren möchten weil es ist sehr schwer ähm, zu beweisen oder zu widerlegen, dass das, was diese Texte erzählen und erklären, wirklich der Wahrheit entspricht. Kommen wir also zu dem Roderich-Bericht selbst. Ihr findet diesen Bericht auf der Webseite thuletempel.org. Von Roderich selbst gibt es mehrere Berichte. Der erste und der zweite sind für uns die interessantesten, weil sie einen Bezug zur heutigen Zeit haben. Und mit diesen beiden möchte ich mich in dem heutigen Video und dann auch in einem zukünftigen Video beschäftigen. Der Roderich-Bericht stammt angeblich aus dem Jahre 1236. Das war in etwa die Zeit des Stauferkaisers Friedrich II. Und es gibt kein Originalmanuskript mehr. Angeblich wäre das Originalmanuskript in den Wirren des Zweiten Weltkrieges verschwunden. Genauer gesagt, ein Mann, der für dieses Manuskript verantwortlich war, hätte es irgendwo in Böhmen versteckt demnach müsste es also noch da sein, aber es ist eben nicht auffindbar und der Mann, der dieses Manuskript versteckt hat, der wäre jetzt auch tot und daher wüsste keiner, wo es versteckt liegt. Der Roderich Bericht wurde geschrieben von Roderich und seinem Begleiter Emmerand, zwei Rittern, die nach Karthago reisten. Karthago war im 4., 3., 2. Jahrhundert vor Christus eine sehr, sehr mächtige Handelsstadt im heutigen Tunesien. Nach meinem Dafürhalten war Karthago eine atlantische Kolonie. Es heißt angeblich auch, dass Hannibal blond und blauäugig gewesen wäre, was auf seine Herkunft aus Atlantis hindeutet und Karthago war eine sehr mächtige Handelsstadt mit Handelsbeziehungen im gesamten Mittelmeerraum und sehr sehr erfolgreich äh, in dem, was sie taten und äh, deshalb zogen sie sich die Feindschaft der Römer zu und in drei schweren Kriegen wurde Karthago schließlich niedergerungen und vollständig zerstört Hannibal ging dann ins Exil und äh, die glorreiche Geschichte Karthago endet dann eben an diesem Punkt. Das war so in etwa 250 vor Christus. Ich habe jetzt die Daten nicht mehr ganz im Sinn, aber ich denke der dritte punische Krieg endete irgendwo 220 vor Christus. Und äh, die Ritter waren angeblich halt 1236 dort in Karthago, also Wir können sagen, rund 1450 Jahre nach der Zerstörung Karthagos befanden sich diese beiden Ritter in dieser Stadt. Und ähm, als sie sich eben in diesen ähm, Ruinen aufhielten, angeblich waren sie auf der Suche nach äh, Schriftstücken und alten Kur Urkunden über Marcion, auch einen... Der christlichen Urväter. Da wurde ihnen eine Offenbarung zuteil. Kommen wir also zur Lesung der einzelnen Verse. Ein anderer YouTube-Kanal, der YouTube-Kanal von Alex. Ihr findet einen Kanal, wenn ihr in das Suchfeld Alex über eingibt, hat sich schon einmal mit dem Roderich-Bericht beschäftigt. Und ähm, hat ihn komplett vorgelesen und dann auch im Anschluss an die Lesung einige Kommentare abgegeben. Ich möchte aber nach jedem Vers äh, kurz innehalten und den einen oder anderen Kommentar zu diesem Vers abgeben. Kommen wir also zu Vers 1. Grünlands Königin, Iels, hohe Botin, Trägerin des Lichts unseres Herrn Ishtar, die Wunderbare und Schöne kam zu mir und sprach, belehrend und ratend von allen Dingen. In diesem Vers finden wir die Erwähnung des Wortes Grünland. Da könnte man natürlich sofort an die Insel Grönland, die ja im Englischen Greenland heißt, denken. Und in der Tat ist es so, dass ja äh, der Ursprung, zumindest der danach der Ursprung des weißen Menschen im Norden war Hyperborea Atlantis das sind so die Bereiche aus denen der weiße Mensch stammen soll einer der wichtigsten Götter im ähm, griechischen Götterhimmel war ja Apollo und das könnte man auch zerlegen in A, Pol, beim Pol, also im Norden, am Nordpol. Und diese Göttin, die nun unseren beiden tapferen und wackeren Rittern diese Prophezeiung gab, sie kommt ebenfalls aus Grünland. Grünland könnte aber auch gleichzusetzen sein mit Agati oder Shambhala, diesen. Sagenhaften Welten im Erdinnern, wenn man also davon ausgeht, dass die Erde eine Kugel ist und wenn man weiter davon ausgeht, dass die Erde hohl ist, dann gibt es eben Leute, die sagen, im Inneren gibt es diese Welten. Und da erinnern wir uns auch an die Tannhäuser-Sage, die ich gerne dann auch einmal mit euch lesen möchte, wo Tannhäuser eben in einen Berg trat und dann in einer anderen Welt ankam. Vielleicht durch ein Dimensionstor oder wie auch immer. Vielleicht befand er sich dann im Erdinnern oder er befand sich in diesem Grünland. Im weiteren Verlauf des Roderich-Berichts wird dann auch erläutert, dass dieses Grünland auch der Bereich ist, wo unsere Ahnen leben. Ja, es kann also ein Frequenzbereich sein, der uns umgibt, den wir aber nicht wahrnehmen können, logischerweise, weil wir ja hier auf der 3D in der maximalen Verdichtung leben gut der Vers 2 Geborgenheit suchen die Menschen hinter Mauern und Wellen wahre Geborgenheit aber ist hinter den Wellen des Wissens und der Gewissheit starker Mauer Es gibt einen ähnlich lautenden Bibeltext dass der Name Gottes ein starker Turm ist der Gerechte würde hineinlaufen und beschützt werden und das ist wahrscheinlich der Gedanke dass äh, ja Mauern Festungen schützen uns bis zu einem gewissen Maß hier in dieser Dimension, aber dauerhaften und wirklichen Schutz erlangen wir nur, indem wir in Harmonie leben mit dem Göttlichen. Und das dürfen wir äh, auch äh, nie vergessen. Ähm, die Frage zum Beispiel, sollte man sich jetzt in dieser Krise bewaffnen, sollte man sich dem Kampf stellen, kann man gerne auch einmal unter diesem Aspekt betrachten. Ein gutes Verhältnis zur Quelle, Wohlgefallen von Seiten der Quelle, wird uns immer begleiten, egal wohin wir auch gehen mögen. Und ähm, ja, unsere Ahnen, viele von unseren Ahnen, vortreffliche Menschen, haben ihr Leben gelassen in dem Krieg, der seit tausenden von Jahren gegen die weißen Menschen geführt wird. Und sie haben sich aber immer auf die göttliche Quelle verlassen. Und das ist auch das, was uns hier der Roderich Bericht rät. Gehen wir zum nächsten Vers. Geborgenheit suchen die Menschen bei anderen Menschen im Schutze der Könige an der Seite der Lieben. Höchste Geborgenheit aber ist in der Anlehnung an Gott. Diese Geborgenheit strahlt vom einen zum anderen aus. Sozusagen eine Bestätigung. Natürlich ist familiäre Bindung für jeden von uns wichtig, überhaupt gar kein Thema. Und ähm, eine familiäre Bindung gibt uns auch Kraft. Und es ist ja nicht umsonst, dass die Dunklen seit Jahrhunderten versuchen, die Familien zu zerstören, was ihnen jetzt, so wie es scheint, fast gelungen ist. Und doch gibt es eine Bindung von uns Menschen, die noch stärker sein sollte als die zu unserer Familie, nämlich die Bildung zur Quelle allen Seins aus der wir hervorgegangen sind. Vers 4. Kraft suchen die Menschen oft durch mancherlei Übung, wahre Kraft aber kommt aus dem wahrhaftigen Glauben. Des Glaubens Kraft ist gleich einem Soge, der Gottes Kraft in den Glaubenden zieht und ihm alles ermöglicht. Ja, es gibt viele Geistesübungen. Mantra singen, Religiöse Tänze, Yoga, Tantra, Meditation, Askese. Auf vielen dieser Wege suchen die Menschen Erleuchtung. Und äh, wer bin ich, dass ich beurteilen kann, ob ihnen Erleuchtung zuteil wird? Jedem sei es gegönnt und jedem sei es gewünscht, dass ihm Erleuchtung zuteil werde. Aber Roderich empfiehlt uns hier, dass wir. Ähm, uns im Glauben üben. Weil der Glaube sozusagen die Kraft der Quelle, die Schöpfungskraft in uns hineinziehen würde, wie so ein Magnet, wie so ein Vakuum, das diese äh, Kraft anzieht. Und dem Glaubenden sagt hier, der Roderich-Bericht sei dann eben alles möglich. So, wie zum Beispiel Jesus sagte: Wenn du den Glauben hast von der Größe eines Senfkorns, dann sagst du zu dem Berg dort: Erhebe dich und falle ins Meer und es wird geschehen. Äh, Ganz habe ich diese Worte nie verstanden, obwohl ich schon jahrelang darüber nachdenke, aber Roderich bestätigt das hier. Glaube ist wichtig. Kommen wir zum Vers 5 des Roderich-Berichts. Sorgen tun sich die Menschen um das Wohl ihrer Tage. Ängstlich schauen viele voran. Dabei sorgt Gottes Strahl ohnehin für das, was ihr brauchet von ungefähr kommt es euch zu durch Gottes fügung an jedem tag bloß wer über das wessen er bedarf hinaus ernten will der mag sich sorgen äh, dieser vers steht eigentlich wieder in vollständiger harmonie mit dem was jesus christus in der bergpredigt gesagt hat ähm, wir sind hier in harmonie mit der quelle in diese 3D, auf dieses Holodeck sozusagen, auf unser Erlebnisspielfeld gekommen, um Erfahrungen zu machen und dadurch auch die Quelle zu bereichern. Und wir haben von Anfang an die Zusicherung der Quelle, dass wir hier auf der Erde alles zum Leben Notwendige haben. Und das hat Jesus ja auch mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht. Jesus hat gesagt, die Vögel des Himmels, die bebauen keinen Acker. Die Pflanzen keine Obstbäume. Die haben trotzdem alles, was sie benötigen, weil der Himmlische Vater sie ernährt. Und so können wir das auch sehen. Nur, sagt Roderich, wer mehr haben möchte als das Lebensnotwendige, der kriegt natürlich auch Sorgen. Und vielleicht ist die Corona-Krise auch jetzt dafür gut, dass ähm, dieses Streben nach mehr, dieses Streben nach schamlosem Luxus, so sagt es auch das Bibelbuch der Offenbarung, dass das jetzt einfach aufhört. Dass wir wieder dahin zurückfinden, wo unsere Ahnen auch waren. Bekleidung, Obdach, Nahrung und dass die spirituellen Dinge viel wichtiger sind. Es gibt Menschen, ja sogar ganze Völker, denen ist Materielles sehr, sehr, sehr wichtig. Aber es war eigentlich nie das, was uns europäisch, vedisch, arische Menschen bewegt hat. Uns waren geistige Werte, spirituelle Werte immer wichtiger. Und äh, vielleicht hilft uns die Krise wieder dahin auch zurückzufinden. Auf jeden Fall müssen wir uns keine Sorgen machen. Auch wenn die Zeiten jetzt schwieriger werden, habe ich für mich die Überzeugung, dass wir alles zum Leben Notwendige erhalten werden. Und ähm, wir können da zuversichtlich in die Zukunft gehen. Wir werden auf viel Unnötiges möglicherweise verzichten müssen je nachdem, wohin sich jetzt die Welt entwickelt. Aber ähm, das zum Leben Notwendige werden wir immer haben. Der Vers 6 bestätigt jetzt das gerade Gesagte. Er lautet, für das Notwendige sorgt Gott. Für den Überfluss mögen die Menschen selber sich sorgen, so sie ihn wollen. Das ist natürlich eine äh, angebrachte Frage. Äh, wollen wir den Überfluss? Brauchen wir ihn? Wir werden sehen, welche Antwort die Zukunft gibt. Es gab reiche Männer und reiche Frauen, die sehr wohl ein spirituelles Leben geführt haben. Es gab auch arme Männer und arme Frauen, die ein spirituelles Leben geführt haben. Also der materielle Wohlstand hängt ist nicht Grundlage unseres spirituellen Lebens. Aber dem einen ist es wichtiger als dem anderen. Wir werden sehen, welche Antwort die Zukunft gibt. Gehen wir weiter. Vers 7. Wer die Finsternis kennt, hat nicht Grund, sie zu fürchten, denn die Finsternis wird allzeit durchbrochen durch die Gebete zum Licht. Es gibt eine ganze Reihe Menschen, die reagieren regelrecht schroff, wenn man den einen oder anderen Punkt anspricht, was jetzt gerade hier in dieser absurden Welt passiert. Sie äh, verbieten einem dann regelrecht den Mund mit den Worten, ähm, wenn du das Dunkle erwähnst, ziehst du es in dein Leben. Ich bin nicht der Meinung, dass dem so ist. Ich bin der Meinung, dass man das Dunkel wahrnehmen und sehen muss, damit es erlöst werden kann und heilen kann. So wie ein Arzt sich eine Wunde bei einem Unfallopfer ansehen muss, um sie richtig behandeln zu können, so müssen wir dort auch hinsehen. Und wer äh, sich fürchtet, der kennt halt die Natur der Finsternis nicht und ist in der Angst. Und in der Tat habe ich den Eindruck, dass... Äh, Menschen, die so etwas sagen, schau das Dunkellicht an, du ziehst es in dein Leben, eigentlich sehr ängstliche Menschen sind. Sehr stark auch von Furcht beherrscht werden. Dazu besteht aber kein Grund. Wer die Finsternis kennt und die Finsternis ist ähm, ebenso Bestandteil unseres Daseins wie das Licht, der muss sich davor nicht fürchten. Gehen wir zum Vers 8. Euch den Templern aber sage ich, gehet auch den Mächten des Dunkels entgegen, schreckt nicht zurück, sie zu bezwingen. Wer lichten Geistes ist, der mag wandeln inmitten der Höllenglut, ohne Schaden zu nehmen. Dies sage ich euch, die ihr wissend und tapfer seid, sage es nicht für alle Menschen auf Erden. Es gibt auch einige Ausbrüche Jesus, die in diese Richtung weisen dass wir ähm, im Glauben und in der Liebe äh, uns nicht fürchten müssen. Liebe ist die Polarität zu Furcht. Und äh, wenn wir in der Liebe sind, gibt es keinen Grund, sich zu fürchten. Und nicht alle Menschen sind natürlich in der Liebe. Ganz viele Menschen sind in der Furcht. Und wir müssen auch sagen, dass dieses System und diejenigen, die dieses System betreiben, die dunklen Kräfte, die seit etwa 6000 Jahren dieses System dominieren, natürlich ganz stark äh, mit unserer Furcht arbeiten, uns manipulieren, dass wir furchtsam sind. Denn so können sie uns viel, viel leichter beherrschen. Und es ist wirklich interessant, gerade in der Corona-Krise zu beobachten, wer aus unserem Umfeld in die Angst geht. Und wer aus unserem Umfeld im Vertrauen bleibt. Man lernt die Menschen vielleicht sogar von einem Blickwinkel aus kennen, von wo aus man sie noch nie betrachtet hat. Es gibt viele Menschen, die in die Angst gehen und in der Angst verharren. Und ich habe sogar den Eindruck, dass viele Menschen regelrecht froh sind, dass sie jetzt einen äußeren Anlass haben, in die Angst zu gehen. Jetzt endlich diese Angst zeigen zu dürfen, die sie vielleicht schon viele Jahre mit sich rumschleppen aber aus Menschenfurcht, also wieder aus Angst, nie zeigen konnten. Jetzt dürfen sie ängstlich sein, sogar mit dem Gefühl, ich tue etwas Gutes und ich bin auf der richtigen Seite. Und jetzt bricht sich die Furcht in ihrem Leben richtig Bahn. Ähm, Leute, die in der Liebe sind, Menschen, die in der Liebe sind und im Glauben sind, die brauchen eigentlich keine Angst haben. Und die Corona-Krise ist auch kein Grund, Angst zu haben. Lesen wir weiter. Vers 9. Und die Dämonen sollt ihr nicht fürchten. Sie sind ihrer Natur nach weder böse noch gut, denn solche Maße kennen sie nicht. Wer guter Schwingung des Geistes ist, wird dieselbe auch in Dämonen finden, die ihm begegnen. Allein wer Finsternis in sich gezogen hat, spiegelt solche auch den Dämonen zu und macht sie fürchterlich. Was Roderich hier beschreibt, können Menschen bestätigen, die zum Beispiel ähm, eine Ayahuasca-Reise, eine Ayahuasca-Erfahrung hinter sich gebracht haben? Für manche war es das Erfüllendste, was sie in ihrem Leben äh, erlebt haben. Der Blick in helle Welten, die vollständige Verbindung mit allem Sein. Und für manche war es eben ein Höllentrip. Und es ist interessant, dass. Ähm, man sagt, dass Dämonen weder gut noch böse kennen, dass sie eigentlich wertfrei sind. Insofern passiert also alles in uns und äh, der Dämon spiegelt uns nur. Er ja? ist sozusagen ein Spiegel. Ein Computer ist sozusagen auch ein Dämon, ja. Ob wir dem Computer Befehle geben, die Baupläne für ein wunderschönes Haus zu errechnen oder die Abschussdaten für eine Atomrakete, mit der eine Stadt zerstört werden soll. Der Computer tut beides, weil er keine moralischen Werte hat. Er unterscheidet nicht zwischen Gut und Böse. Er tut das, was man ihm sagt. Und das Gleiche wird auch von Moloch zum Beispiel gesagt, der Wesenheit, der die Elite heutzutage ihre Kinder opfert. Sie kennen weder Gut und Böse, das, was in uns ist, bringen sie zum Vorschein. Kommen wir zum Vers 10. Auf der Erde sind die Mächte der Finsternis stark. Deshalb kommen die Teufel aus dem Jenseits daher, um sich zu tummeln und auszuwirken. Einen Lichtpanzer sollt ihr darum euch schaffen, durch die Kraft des Glaubens an Gott und das Licht. Die Frauen und Mädchen ziehen ihn sich an durch ihre haare, lang schwingende Seiten, die Männer aber durch den Willen zum Licht. Manche denken, dass die Erde eine Begegnungsfläche ist. Ein Spielplatz, ein Tummelplatz für Wesenheiten aus allen möglichen Welten. Wir kommen auch bei Roderich noch einmal dazu, dass er auch sagt, an einer Stelle, dass es mehrere Welten lichter als unsere gibt und mehrere Welten dunkler als unsere. Was auch mit den Schilderungen der Veden übereinstimmt. Und äh, ja. Dieser Tummelplatz ist natürlich auch ein Magnet für negative Kräfte, für dunkle Kräfte. Roderich sagt Teufel. Aber ja, ähm, es sind einfach ähm, Wesenheiten, die viel stärker im Ego sind und denen das eigene Vorankommen viel wichtiger ist als das Gemeinwohl oder die Harmonie mit allem Sein. Und es gibt viele Menschen, die diesen ähm, Geist manifestieren dass ihnen ihr eigenes Ego, ihr eigenes Vorankommen eben viel, viel wichtiger ist als äh, das Verbundensein mit allem Lebenden. Frauen würden daher äh, die helle, lichte Kraft, um diesen Teufeln zu widerstehen, durch ihre Haare äh, aufnehmen können. Und Männer würden es durch eine Willensanstrengung durch die bewusste Entscheidung für das Licht äh, erreichen, dieses Ziel. Also Frauen wird es ähm, auf Gefühlsebene zuteil und den Männern auf Verstandesebene. Und äh, ja, Roderich kannte die Gender-Diskussionen noch nicht. Er erwähnt also nicht 50 verschiedene soziale Geschlechter, sondern er sagt, Frauen wird es eben durch Gefühl zuteil und Männern durch eine bewusste Entscheidung. Schauen wir, was der Vers 11 zu sagen hat. In der geistigen Hochzeit zwischen Mann und Weib, dann vermählt beides die sich zu allumspannendem, lichtem Panzer. Also hier finden wir schon einen Hinweis, dass eine Ehe eine Verbindung zwischen Mann und Frau eine Verbindung zwischen dem weiblichen und dem männlichen Prinzip eine viel allumfassendere Bedeutung hat, als uns manchmal bewusst wird. Über, über die Bedeutung der Ehe bei unseren Ahnen, bei den Germanen und in den Veden werde ich in späteren Videos einmal sprechen. Und äh, das Zusammenleben von Mann und Frau ist eines der Hauptangriffsziele der Dunklen, um uns eben voneinander zu trennen. Und von dem Göttlichen zu trennen. Für jetzt reicht es einfach, wenn man im Sinn hat, dass die Ehe ein viel allumfassenderes, eine viel allumfassendere Verbindung ist, als man allgemein denkt. Und wie Roderich eben sagt, wird eine harmonische Verbindung zwischen Mann und Frau oder zwischen Mann und Weib zu einem allumspannenden Panzer, der gegen die Dunkelheit schützt. Der nächste Vers. Vers 12. Eurer Gedankenbilder müsst hütend ihr achten, denn Bilder formen ja all eure Gedanken, und diese erblicken die Wesen des Jenseits genau, die Bösen ebenso wie die Guten. Und was eure Gedanken an Bildern formen und so nach Grünland versenden, demgemäß kommen die Geister zu euch. Psychische Hygiene ist sehr, sehr wichtig. Unsere Gedanken bewirken Emotionen und unsere Emotionen bewirken letztendlich Handlungen. Deshalb müssen wir, sollten wir, wir müssen gar nichts, aber es wäre weiser und vernünftiger, über seine Gedanken zu wachen. Gute Gedanken werden uns förderlich sein. Und helle Kräfte in unser Leben ziehen. Negative Gedanken werden uns ähm, der Dunkelheit gegenüber schutzlos machen. Und ähm, wir können den Galaterbrief des äh, Paulus lesen. Dort spricht er ja von positiven förderlichen Gedanken. Glaube, Liebe, Langmut, Friede, Milde, Selbstbeherrschung. Und stellt sie eben den schlechten, den negativen Gedanken gegenüber Neid, Zorn, Hass, Eifersucht. Süchte generell, jede Art Sucht. Und das sollten wir eben vermeiden, wenn es unser Wunsch ist, lichte Quellen in unser Leben zu ziehen. Wer natürlich gerne dunkle. Quellen, weil er vielleicht ein, ein asurisches Naturell, ein dunkles Naturell hat und niedrig schwingt und dann entsprechend auch niedrig schwingende Kräfte in sein Leben ziehen möchte, der kann das selbstverständlich durch seine Gedanken bewirken. Vers 13. Deshalb locken böse Gedanken finstere Geister an und gute Gedanken rufen lichte Wesen des Jenseits herbei. Was ich noch beim Vers 12 vergessen habe, ist, dass unsere Gedanken sich in hellen und in dunklen Welten manifestieren, also sichtbar werden. Das heißt, Wesenheiten in anderen Schwingungsebenen können unsere Gedanken sehr wohl wahrnehmen und sehen. In der christlichen Kirche habe... Habe ich gelernt, dass der Teufel sozusagen unsere Gedanken nicht lesen kann. Dem widerspricht hier Roderich, weil er sagt: Unsere Gedanken werden manifest in hellen und, wie in, in, hellen und in dunklen äh, Welten. Und je nachdem, was wir denken, kommen Wesenheiten zu uns. Also auch ein weiterer Grund, auf unsere Gedanken zu achten. Gehen wir weiter. Vers 14: Vergesst nie, dass der große Krieg überall tobt zwischen dem Licht und der Finsternis. Ein jeder nimmt teil an dieser Schlacht, wissend oder unwissend, auf Seiten des Lichts oder auf Seiten der Finsternis. Oder auch nur als ahnungsloses Werkzeug inmitten all dessen. Auch das ist wieder eine Übereinstimmung mit dem, was die Bibel sagt, dass es um einen geistigen Kampf geht. Nicht alle von uns kämpfen an der Front als Soldaten. Und ähm, wir hatten jetzt das große Glück hier in Mitteleuropa. Jahrzehntelang jetzt keinen heißen Krieg mehr zu haben, aber wir haben einen kalten Krieg über Jahrzehnte gehabt. Und wir haben immer während der ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende diesen großen geistigen Krieg zwischen Licht und Finsternis. Und wir ähm, sind Teilnehmer an diesem Krieg. Ob wir es wollen oder nicht, wir stehen auf einer Seite. So wie Jesus sagte, wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Es gibt da keine neutrale Pers äh, Position. Wir Stehen auf einer dieser beiden Seiten und wenn es auch nur als ahnungsloses Werkzeug ist. Die nächsten Verse aus dem Roderich-Bericht werden jetzt für uns deutschsprachige Deutsche sehr interessant, weil jetzt wendet sich die Göttin direkt an Deutsche. Vers 15: Was nun euch widerfährt, dem Volke der Deutschen, den Erben von Karthago, Assur und Babylon, das widerfährt auch mir, Ishtar, die ich eure Freundin bin, gesandt aus dem Reiche Ilu durch den Herrn. Alle Täler und Schluchten der Geschiche, Geschicke durchwandere ich mit meinem Volk und ebenso alle Höhen und Jubel. Also, der Roderich berichtet, zieht eine Verbindung zwischen Deutschen, Karthagern und Babyloniern. Aus anderen Quellen weiß ich, dass es eine Stadt Babylon, Papylon, auch auf Atlantis gegeben hat. Diese Stadt war die Hauptstadt von Atlantis. Es kann sich bei diesem Babylon also auch um die große Stadt auf Atlantis gehandelt haben und nicht um die Stadt, die heute als Ruinen zerstört äh, in Mesopotamien im Zwischenstromland im heutigen Irak liegt. Karthago war demnach auch eine atlantische, vedisch-arische Stadt. Heutzutage wird... Äh, viel darüber berichtet, welche grausamen Riten die Phönizier und es wird gesagt, die Karthager wären Phönizier gewesen, welche grausame Riten, also dieses Volk, durchgeführt hätte. Im Prinzip hätten sie damals dem Moloch geopfert. Heute heißt der Moloch also der Wesenheit, der auch heute noch die Elite ihre Kinderopfer darbringt aber der roderich bericht stellt das in ein anderes licht er setzt die karthager mit den möglicherweise babyloniern auf atlantis oder aber den chaldäern den kaledoniern den vorfahren der schotten sozusagen gleich die eben im zwischenstromland lebten asur Mag ein Hinweis auf Ägypten oder Assyrien sein, auch eine der großen Kulturen. Ähm, ist aber mit meinem Kenntnisstand schwer zu erläutern, da fehlt mir einfach der Einblick. Es ist auf jeden Fall trotzdem interessant, dass ähm, der Roderich-Bericht da diese äh, großen Kulturen miteinander verbindet und sagt, die Deutschen hätten Verbindung dahin und so wie die Alten. Völker eben Schlachten kämpfen mussten, müssen die Deutschen auch Schlachten für das Licht kämpfen. Und äh, alle diese Völker hätten hohe Höhen und tiefe Tiefen durchlebt. Und äh, so war es wohl auch, wenn denn die Geschichte stimmt, die uns übermittelt wird mit den Deutschen. Wir lesen weiter. Was auch immer auf der Erde geschieht, entschieden wird auf den Schlachtfeldern des Jenseits. Wie die babylonischen Helden auch auf der Erde gegen Überzahl unterlagen, so siegten sie doch auf der Waldstadt in Grünland. Und der Siegesstrahl der Helden gebar ein neues Reich, und darin die Karthager. Auch diese erlagen einer Überzahl nach heldischem Kampf in der diesseitigen Erdenwelt. Jenseits aber auf den Schlachtfeldern Grünlands, da blieben sie Sieger. Und ihr Siegestrahl zeugte erneut Heldengeist auf der Erdenwelt im deutschen Lande. Auch dieses Reich wird in Heldenkampf gegen die Überzahl unterliegen, auf Erden, aber Siegen in Grünland. Also, das ist ein sehr, sehr spannender Vers. Zum einen erwähnt er, dass der Krieg zwischen Licht und Finsternis in Grünland weitergeht. Da denke ich einfach auch an den Herrn der Ringe und an die Ereignisse in Mittelerde. Zum anderen teilt dieser Vers aber auch mit, dass Babylon, Karthago und Deutschland Vernichtungskriege, dass ihnen Vernichtungskriege aufgezwungen wurden, denen sie schließlich unterlagen. Aber der Kampf wurde fortgesetzt in Grünland und dort gewonnen. Und aus der Energie des Sieges entstand aus Babylon Karthago, aus Karthago Deutschland oder die deutschen Völker. Und wir wissen aus der Atlantis-Offenbarung, dass ähm, es auf Atlantis auch sehr, sehr schwere äh, Kriege gab, die in einer verheerenden Niederlage der Atlanta mündeten und die Atlanta daraufhin eben zerstreut wurden in alle herren Länder und dann eben auch in Nordafrika Kolonien gründeten. Ägypten zum Beispiel. Oder eben auch Syrien, die auch heute noch die Fahne haben die die Farben des, von Atlantis zeigt, schwarz, weiß und rot, oder auch die Farben des ehemaligen Deutschen Reiches. Ja, und so wie diese Völker einen Vernichtungsschlacht und einen Vernichtungskrieg durchleiden mussten, so ist es eben auch den Deutschen passiert. Schauen wir einen Vers weiter. Und dies sah euch gelehrt über das große Geschehen des Kampfes zwischen Licht und Finsternis um die Erdenwelt. Über 6000 Jahre wird er geführt von drei Reichen in sechs großen Kriegen. Dieser Vers ist ein weiterer Hinweis darauf, dass das Babylon durchaus auch das atlantische Babylon gewesen sein kann. Denn ähm, das Babylon im Zwischenstromreich ist ja knapp 200 Jahre vor Karthago vollständig zerstört worden. Und dann würde sich der Zeitraum von der Zerstörung Babylons bis zur vollständigen Niederlage des Deutschen Reiches 1945 ja nur über knapp 2200 Jahre und nicht über 6000 Jahre erstrecken. Insofern ist das schon auch ein Hinweis, dass das Babylon auf Atlantis gemeint ist. Der Vers 18 fehlt in diesem Manuskript des Roderich. Was ich vorher noch vergessen habe, ist zu erwähnen, dass es durchaus auch möglich ist, weil ja in den Klöstern, zu allen Zeiten, in denen die Klöster existierten, nach meinem Dafürhalten aber besonders nach den napoleonischen Kriegen Geschichte erdacht, Geschichte verändert, Geschichte umgeschrieben wurde. Und es ist durchaus auch möglich, dass der Roderich-Bericht ein Produkt irgendeiner Klosterschreibstube ist. Ungeachtet dessen enthält er trotzdem einige interessante Anregungen und Hinweise. So, dann gehen wir jetzt zum Vers 19. Das erste Reich war das von Babylou und Asur. Vier große Kriege musste es führen im diesseits und unterliegen am Ende da hier. Vier große Kriege, aber zugleich im Jenseits und da siegte das Erste Reich. So sammelte es an große Streitmacht da drüben, Jenseits in Grünland. Dieser Hinweis auf ähm, Babylon und Asur. Kann ja auch bedeuten, dass es schon ähm, lange bevor Atlantis unterging, Kolonien gab in Kleinasien, heute im Nahen Osten. Dass also die syrisch-assyrische Kultur oder auch die frühägyptische Kultur eben atlantischen Ursprungs war. Und dass äh, diese Bereiche miteinander verbunden waren und als Gesamtheit äh, einen Verteidigungskrieg führen musste gegen Eindringlinge, die aber letztendlich obsiegten. Möglicherweise eben auch aus inneren Gründen, weil die Atlanta sowie die Götter in der Edda auch ihrem eigenen Wohlleben und ihrer eigenen Überheblichkeit zum Opfer fehlen. Also auf jeden Fall musste dieses Reich kämpfen. Auf der Erde hat es verloren, im Himmel aber hat es gewonnen. Wir lesen weiter. Das zweite Reich war das von Katadasht, Karthago. Drei große Kriege musste auf Erden es führen und da hier unterliegen. Drei große Kriege aber führte es zugleich siegreich im Jenseits. So sammelte es große Streitmacht dort an. Aus also der Geschichtsschreibung, ob sie jetzt zuverlässig ist oder nicht, wie auch immer, das sei dahingestellt, wir können es nicht prüfen, ob es gefälscht ist oder wahr. Aber Roderich bestätigt hier die Geschichtsschreibung, die uns auch an den Schulen gelehrt wird. Also Karthago musste drei Kriege führen. Es gab drei punische Kriege. Die ersten beiden gingen noch halbwegs glimpflich für Karthago aus, obwohl Karthago sehr hohe Tributzahlungen leisten musste und weite Gebiete in Europa verloren hat. Aber der dritte war dann ein vollständiger Vernichtungskrieg, der mit der vollständigen Zerstörung Karthagos endete. Aber auch hier heißt es, in Grünland hätten die tapferen Helden Karthagos dann weiter gestritten gegen die Finsternis und dort hätten sie gewonnen. Wir lesen weiter. Das dritte Reich wird das der Deutschen sein. Zwei große Kriege wird es zu führen haben im Diesseits und da hier unterliegen. Zwei große Kriege aber auch wird zugleich es im Jenseits führen und dabei siegen auf Grünlands Schlachtfeldern. So sammelt auch das Dritte Reich mächtige Streitmacht im Jenseits dort an, wenn die Zeit gekommen sein wird. Diese zwei Kriege, die das Deutsche Reich führen muss oder die die Deutschen führen müssen, kann der Dreißigjährige Krieg sein? 1618 bis 1648, der eine unglaubliche Verwüstung Mitteleuropas mit sich brachte. Die Schweden kamen, die Franzosen kamen, die Türken kamen, die Habsburger kamen. Jeder hat gedacht, hier in Mitteleuropa muss er sich ein Stück vom Kuchen holen. Als der Krieg schon fast ähm, entschieden war und Deutschland schon da niederlag, da dachte sich Kardinal Richelieu aus Frankreich, sich auch ein Stück zu holen. Und die Franzosen haben hier wirklich übelste Vernichtungen und Verwüstungen und Zerstörungen angerichtet. Und desgleichen die Schweden und die Türken und wie auch immer. Das war also der erste große Krieg, den sie zu führen hatten, die Deutschen. Und der zweite, das war der Krieg von 1914 bis 1945, als Deutschland auch quasi allein auf sich gestellt gegen die ganze Welt Krieg führen musste. Ein Krieg, der ihnen, wie wir inzwischen wissen, von den Briten aufgezwungen wurde, weil äh, die Briten keinen wohlhabenden, aufstrebenden, wirtschaftlich sehr tüchtigen Konkurrenten auf dem Kontinent dulden wollten. Und weil sie immer schon versucht haben, die Verbindung Deutschlands und Russlands zu unterbinden. Und diese beiden verheerenden Kriege hat Deutschland hier, auf der Erde verloren, aber im geistigen Bereich, sagt Roderich, hätten sie ebenfalls glorreich gewonnen, was sehr wichtig ist für das, was jetzt auf uns zukommt. Wir lesen weiter. All dies wird geschehen sein, wenn reif der Wasserkug über die Erde sich auftut. Ja, 2012, dieses ominöse 2012 war angeblich der Beginn des Wassermann-Zeitalters. Und was man nicht vergessen darf in all dem Dunklen, das man in Verbindung mit dem Wassermann-Zeitalter sieht, ist, dass Wasser ja auch für Bewusstsein steht und für Erkenntnis. Und wir müssen wirklich sagen, dass in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel Wissen über lange, lange geheim gehaltene Sachen offenkundig wurden. Das Treiben der Elite, was sie im Dunkeln treiben, wenn keiner zusieht. Geheime Technologien, geheime Geschichte, ganz viel drängt sich jetzt an das Licht der Öffentlichkeit und wird gesehen. Und jetzt in dieser besonderen Zeit werden alle gesammelten Kräfte in Grünland eben auch zu unserem Schutz und zu unserer Rettung einschreiten. Wir kommen zum Vers 23. Und dann werden in Grünland sich vereinigen die drei jenseitigen Heere der drei Reiche, zu einem einzigen gewaltigen Heer und es wird zum siegreichen Endkampf antreten gegen die Mächte der Finsternis. Das erinnert mich wieder an den Herrn der Ringe, was auch immer Tolkien als Grundlage für seine wunderbare, auch sehr spirituelle Geschichte gehabt haben mag. Dieser Vers erinnert mich wieder daran. Zur Endschlacht haben sich in der Mittelerde auch verschiedene Völker, weiße Völker zusammengetan und haben dann gegen das Dunkel, gegen das Böse gekämpft und schließlich obsiegt, auch mit Hilfe der Ahnenarmee. Und so ist es wohl jetzt in Grön Grünland, jetzt in dieser Zeit, dass sich die, unsere Ahnen aus diesen drei Geschichtsepochen zu einem gewaltigen Heer vereinen und ein für alle Mal die dunklen Kräfte aus Grünland vertreiben. Ob das so ist? wissen wir nicht. Aber wie gesagt, was ich fühle ist, dass trotz all der Turbulenzen hier und trotzdem, dass so viele Menschen in Angst sind, es wird gut für uns ausgehen. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Lesen wir weiter. Vers 24. Da wird dann ein neuer Sargon sein, der das Heer der drei Reiche in Grünland zum Sieg führt und danach auf der Erde erscheint. Also diese drei Heere aus den unterschiedlichen Epochen der Geschichte der weißen Rasse hier auf der Erde werden siegreich sein und angeführt werden von einem Sargon, der dann letztendlich auch auf der Erde Einfluss nehmen wird und auf der Erde erscheint und auf der Erde tätig wird. Und äh, in meinem Umfeld gibt es auch ähm, hellhörige, hellfühlende Leute. Und ähm, mich hat das Thema dritter Sargon, also dieser Sargon wird der dritte Sargon sein. Nach der ähm, Sayaha-Prophezeiung wird es der dritte Sargon sein in der Geschichte. Äh, dieses Thema hat mich schon immer sehr interessiert und äh, ich habe mit äh, vielen Leuten gesprochen. Wir haben auch verschiedentlich ähm, spirituell miteinander gearbeitet und übereinstimmend hieß es dann von diesen Leuten: Ja, der dritte Sargon wäre bereits aktiv und tätig. Diese Aussage kann man nicht messen. Diese Aussage kann man auch nicht belegen. Es ist einfach ein Hinweis von Feinsicht, feinsichtigen und feinhörigen und feinfühligen und hellsichtigen und hellhörigen und hellfühligen Menschen, die eben sagen, ja, es ist durchaus möglich, dass der, also ja, es ist möglich, nicht durchaus, ja, es ist so, der dritte Sargon ist bereits aktiv. Und wir werden die Auswirkungen seiner Aktivität bald hier auf der Erde sehen. Und insofern bin ich, was die Zukunft betrifft, auch relativ zuversichtlich, dass hier eben alles ins Lot kommt und sich wieder der göttlichen Ordnung nähert. Wir lesen weiter. So höre also und habe für all die Deinen gelernt, jeder Krieg, der zum Kampf der gewaltigen Mächte gehört, wird gleichzeitig in zwei Welten geführt, im diesseits der Erdenwelt. Und im Jenseits, in Grünlands Gefilden. Nicht der Sieg hier auf Erden ist der wichtige und schließlich entscheidende, sondern entscheidend ist, wer im Jenseits den Sieg erringt, denn ihm gebührt auch der Endsieg auf Erden. Hier fasst Roderich in seinem Bericht also noch einmal das gerade Besprochene zusammen. Kriege werden in Grünland geführt, Kriege werden auf der Erde geführt. Auf der Erde haben die deutschen Völker und ihre Vorfahren, ihre Ahnen, die Karthager und die Atlanta <laughs> verloren, aber in den geistigen Welten, in Grünland, haben sie gewonnen. Und das wird der wichtigere Sieg. Weil der, der in Grünland siegt, final, der wird auch final hier auf der Erde siegen. Wir lesen weiter. Denkt daher daran, dass jeder gefallene Held hier von der Erde aus aufsteigt in das Licht und ein Streiter Gottes in des neuen Sargons Armee wird. Ein jeder, der da auf der Erde unter der Finsternis leidet, Verfolgung, Folter, Ermordung erfährt, aufersteht drüben als Kämpfer des Lichts. Ja, hier ähm, haben wir dieses Konzept. Der Walhalla sozusagen, dass der Krieger, der hier im gerechten Kampf fällt, dann äh, sich sofort eingliedert ins Heer des Sargon, in eine geistige Armee, die in geistigen Welten kämpft und dann schließlich hier auf Erden auch eingreift. Das deutsche Volk musste über Jahrtausende viel Verfolgung, Schmach, Folter erleiden. Und was jetzt auch nach meinem Dafürhalten sehr, sehr wichtig ist und wo ich wirklich hoffe, dass dort Licht ins Dunkel fällt, ist, dass ähm, die jüngere Vergangenheit so vollständig aufgeklärt wird, dass man wirklich ein klares Bild darüber erhält, was passiert ist in diesen bedeutsamen äh, letzten zwölf Jahren des Zweiten Großen Krieges. Ähm, was halt. Ähm, die Sache sehr erschwert ist, dass es niemandem erlaubt ist, dort näher Einblick zu nehmen. Er wird dann sofort mit der Härte des Gesetzes verfolgt und deshalb ist es sehr schwer wirklich zu verstehen, was in diesen Jahren gewesen ist und was nicht gewesen ist. Insofern müssen wir noch auf die Zukunft warten, bis sich das eine oder andere noch klärt. Was bedauerlich ist, ist, dass das Volk der Deutschen allgemein gesehen, ähm, sich leicht irreführen lässt, sehr staatsgläubig ist und äh, immer all das tut, was angeordnet wird. Das sehen wir ja auch jetzt in der Corona-Krise. Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn die Regierung anordnen würde, ihr dürft nur noch im Rollstuhl über die Straßen fahren, dass das dann auch getan werden würde. Und das muss natürlich mit in Betracht gezogen werden in der Betrachtung all dieser Geschehnisse. Aber wir werden sehen, was an Wahrheiten noch äh, an die Oberfläche kommt und äh, wir werden sehen, ob das deutsche Volk wirklich äh, zu Unrecht gelitten hat, was es mit Sicherheit hat, allein wenn wir an die Vertreibungen denken und an die letzten Kriegsjahre im Osten. Das war fürchterlich und wird heute noch klein geredet von denen, die durch die allgemeine Schulbildung äh, verdreht wurden. Und da wünsche ich mir sehr, dass das äh, wirklich in der breiten Öffentlichkeit bewusst wird, was da äh, gelitten wurde von Deutschen, die vertrieben wurden, damit das angesehen wird und geheilt werden kann. So, und jetzt sind wir fast schon am Ende des ersten Roderich-Berichts angekommen. Wir lesen die Verse 27 und 28. Wisset, dass ja dieses Erdendasein, das ihr durchwandert, bloß kurzes Zwischenspiel eures ewigen Lebens ist. Fürchtet euch vor nichts, was auf Erden euch widerfahren kann. Die Mächte boshafter Finsternis können euch wohl Unrecht antun und quälen auf Erden hier. Am Ende aber werdet ihr Sieger sein, und es wird keinen Streit mehr geben und keinen Kampf. Gottes Reichs Pforten öffnen sich euch zum ewigen Licht. Ich finde das eine sehr sehr schöne Zusicherung, die uns in diesen absurden Zeiten, in denen wir leben, ich habe so bei mir gedacht, ein Monty Python-Film ist im Vergleich zu dem, was hier läuft, äh, ein, ein ernsthafter Dokumentarfilm im Anbetracht der Absurditäten, die heute hier vor unserer aller Augen passieren. Also diese Worte sind... Ähm, für uns einfach eine Ermunterung, ein Zuspruch, dass wir uns nicht von diesem ganzen Irrsinn, der um uns herum geschieht, niederreißen lassen. Dass wir nicht in die Angst gehen. Selbst wenn es so kommen sollte, dass äh, eine NWO ähm, errichtet werden kann, dass sie 5G-Türme überall aufbauen, uns damit bestrahlen, damit unsere Gedanken kontrollieren oder uns damit töten können in Verbindung zum Beispiel mit einem SARS-Virus, dann ist das hier auch nur eine Etappe auf unserem Sein. Das hier ist ein Spielfeld, ein Erlebnisfeld, das hier ist ähm, die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen, die wir sonst nicht machen könnten, wenn wir uns nicht in die absolute Verdichtung begeben würden. In geistigen Welten weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, denn ich erinnere mich nicht. In geistigen Welten gibt es vielleicht kein, keine Kälte, keinen Hunger, keinen Durst. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es hier das gibt und dass wir hier sind, um diese Erfahrungen zu machen und um das zu verstehen und unsere Empfindungen und unsere Erfahrungen zu vervollständigen. Und wenn es so ist, dass es eine Reinkarnation gibt, dass. Ähm, menschen immer wieder hierher kommen dann tun sie das um ähm, erfahrungen zu machen karmische dinge auszugleichen und äh, ein gleichgewicht wieder herbeizuführen und der roderich bericht spricht in diese richtung und ermuntert uns einfach uns nicht zu fürchten und das ist auch das was jesus christus gesagte, sagte fürchtet euch nicht fürchtet nicht, fürchtet nicht die die nur den Leib töten können, aber die Seele nicht zu töten vermögen. Ja, es geht ähm, nach unserem Intermezzo hier auf der 3D, auf diesem Spielfeld auf, jede Fa auf jeden Fall weiter. Und ähm, ja, wenn wir nicht in die Angst gehen, können wir uns vielleicht dem Schwingungsbereich entziehen, in dem viele Menschen unterwegs sind, und können dann vielleicht gelassener dem entgegenblicken, was sich hier in Absurdistan um uns herum ereignet und geschieht. Ich auf jeden Fall bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch alles Gute und vor allen Dingen in Harmonie mit der göttlichen Quelle.